Kannst du damit leben? Ist nicht nur irgendein weiteres Ziel. Jedes Ziel ist nur ein weiteres Ziel, Buck. Ja, für dich vielleicht. Ich war gern bei der OST. Zielen und schießen. Nichts von diesem Grauzonen-Schwachsinn. Ich meine, wie sollen wir sie denn überhaupt nach Hause bringen? Höflich fragen? Nein. Was zum... Eine Rüstungssperre. Legt ihre Systeme lahm. Yo, Locke. Jeder andere Spartan. Jeder Soldat, der davon Wind bekommt. Sie werden uns hassen. Das weißt du, oder? Du bist nicht als Einziger wegen ihm hier. Ja, Halo, schön, dass du mich jetzt eingeladen hast, aber jetzt gerade nicht. Jameson Locke, UNSC. Schläger, allesamt. Und mit wem spreche ich? Hier ist Governor Sloan. Und Sie können... Der Governor wollte wohl keine Hilfe. Er kriegt sie so oder so. Ja, auf geht's. Mal gucken, was uns denn hier so erwartet. Spartans! Was zur Hölle machen Spartans hier? Was geht hier vor? Die Meridian-Station wird angegriffen. Was? Die wird angegriffen? Osiris, die Leute der Station brauchen unsere Hilfe. Meridian-Zentrale. Öffnen Sie die Türen zum Weltraumlift. Es wurde überrannt! Machen Sie auf, dann können wir helfen. Verflucht, Keil, na schon! Na schön! Och Mann. Die Systeme müssen doch abschaltbar sein. Ja, die Bedrohung ausschalten, dann endet die Abregelung. Da haben sie ihn abgeschossen, bevor ich den rammen konnte. Das ist natürlich nicht nett. Auf zur Kontrolle. Aktivieren Sie die automatischen Geschütze. Wir versuchen es ja, aber die Tür zum Sicherheitsraum klemmt. Automatische Geschütze könnten nützlich sein. Ey. So, schon mal eine viel geilere Waffe. Ich wollte eigentlich das hier zum Explodieren bringen. Hat irgendwie nicht geklappt. So, Scharfschütze. Oh, 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 oh. Weg da. Mann. So. Ah, haha, runtergefallen. Hat er Bautzimmer.
Ah, deswegen habe ich ein Scharfschützengewehr gekriegt. Ist okay. Von wo? Ihr teleportiert mir zu viel. Drecksäcke. Ach, ich bin einfach kein Mensch für Fernangriffe. Tut mir leid, aber ich kann das nicht. Ich muss immer mitten im Geschehen sein, anders geht's nicht. Ich gehe sonst echt kaputt hier. Also seelisch. Was ist das? Ein Springer-Commander? Oh nein! Jawoll! Sieht aus, als war's das. Spartans, war das Ihr Werk? Wir haben nur geholfen. Ihre Leute haben viel geleistet. Die Straße da führt uns zur Meridian-Station. Ah, geil. Ich will den großen. Obwohl, ich glaube, mit den kleinen Jeeps hat man mehr Spaß, oder? Okay, wechseln wir. Übernimmst du das Steuer? Ja, deswegen darfst du trotzdem ja... Naja, okay. Scheiße. Wenn Sie die Brücke öffnen, könnten wir der Meridian-Station helfen. Wir hängen fest. Wenn ich Sie durchlasse, kommen die Monster hinterher. Vergessen Sie es. Wenn Sie helfen wollen, sichern Sie die Brücke. Oh, jetzt kann man da noch nicht mal ranzoomen. Also ich muss echt sagen, diese großen Waffen, die man hier so teilweise kriegt, sind echt erbärmlich schwach. Ja, das wäre schön. Wenn wir jetzt hier noch weg könnten. Ja, weiter so. Raus aus dem Fahrzeug. Dann bringen wir unser Fahrzeug mal in Position. Geht doch alles. Na komm, gleich jammern. Na also, es geht doch.
Genau, rauf hier. Ja, gewusst wie, ne? Nein! 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 Warum haben die einen Panzer? Ey! Wo ist denn. Warum bin ich ausgestiegen? Kommt rauf, Bia! Ja, los, spring rauf! Auf das Geschütz! Na, also. Ich kann ihn nicht überfahren. Das ist natürlich doof. Hab ihn angeschossen. Aha, ich dachte, ich muss jetzt hier am Tor irgendwie warten. Oh, was ist das? Da hebt er uns einfach auf. Oh, oh, oh. Haha, da überfahren geht also doch. Direkt vor unserer Tür, Spartans. Warum sie sie nicht von uns fernhalten? Gebiet sichern, Osiris, damit ihr das Tor öffnen könnt. Fahr reduzieren. Die Gruppe ist erledigt. Raus aus dem Fahrzeug. Hab den Mann nicht verlassen. Boah. Geil! Das ist doch mal was Schönes. Was ist denn jetzt hier mein Ziel? Er springt. Wer springt? Ich seh nix. Ah, da! Boah, mit einem Schuss ausgelöscht. Zack. Zack. Very nice. Sind wir jetzt sicher? Ach so, ist dasselbe. Nee, ist ein anderes. Wen schießen die? Ah, da. Ja, unser Fahrzeug nehmen die uns nicht weg. Dann mache ich das lieber kaputt. Oh, alle. Wo ist nochmal das andere Ding? Das ist jetzt natürlich weg. Das ist nicht so gut. Boah, jetzt geht's hier aber ab. Also die Waffe möchte ich mir echt nicht mehr nehmen lassen, ne? Die ist echt gut. Die erinnert mich, bei Resistance gab es so eine Waffe, Bullseye. Die war genauso. Da schleichen noch einige dieser Dinger rum.
Ah. Schon wieder alle. Auch keine Munition mehr. Mann. Oh. So, das war's, glaube ich. Sonst hätten sie es geschafft. Hätte mir nie träumen lassen, dem UNSC mal für was zu danken, aber... Vielen Dank, Spark. Kommen Sie rein. Ja, komm, mach das Tor auf, mein Freund. Da oben ist übrigens Munition. Puh, das war ja richtig, ist heiß hergegangen zum Schluss, wa? Governor Sloan, könnten wir uns wohl unterhalten? Kommen Sie in die Stadt, dann reden wir. Ich hoffe, Sie wollen keinen Ärger machen. Wir sind gleich bei Ihnen. Tanaka, was für eine Begrüßung können wir hier erwarten? In so einer Randkolonie? Keine allzu freundliche. Am besten Waffen senken und die Finger davon lassen. Was auch immer das Williger sind, sie haben sich offensichtlich zurückgezogen. Das Material ist noch nicht erfasst, also Finger weg. Wenn Sie verletzt sind, gehen Sie zum Doktor Keel. Wenn Sie jemanden in Not sehen, dann helfen Sie. Ist das Governor Sloan? Also regeln wir das auch wie eine Familie. Außerdem sollen alle wissen, dass wir unerwartete Hilfe vom UNSC erhalten haben. Seine Leute sind mit meiner Erlaubnis hier in der Meridian-Station und sie haben vielen von uns das Leben gerettet. Sie werden so schnell wieder gehen, wie sie gekommen sind. Aber bis sie weg sind, behandeln wir sie genauso wie Lianfuten und Mitarbeiter. Jeder, der ihnen dumm kommt, wird sich von mir dafür verantworten, verstanden? Okay. Das ist eine KI. Was ist los mit ihm? Er sieht defekt aus. Ein Anfall von Wahnsinn. Im Spätstadium. Opfert wahrscheinlich Auflösung für Logikzyklen. Ich habe Sie in meinem Zuhause empfangen. Seien Sie nicht so unhöflich, meinen Zustand zum Gesprächsthema zu machen. Natürlich, Governor. Verzeihung. Wir suchen nach einem anderen Spartan-Feuerteam. Warum sind so viele Spartans hier? Warum jetzt? Andere UNSC-Agenten sind mir hier nicht bekannt, aber sie haben sich meinen Leuten gegenüber einstündig verhalten. Sehen Sie sich um, aber machen Sie schnell. Governor Sloan, Ende. Also, wo fangen wir an? An so einem Ort erfährt man am meisten von den Bewohnern. Halte die Ohren offen und lass die Leute reden. Siehst du was? Ah, jetzt muss ich hier echt rumlatschen und den Stationsbewohnern zuhören. Wie sieht's aus? Ordnung und Sauberkeit sind immer gut. Naja, wenigstens kann man das verkürzen, indem man Zielpersonen findet. Ein Signal von einer Station kam durch. Notruf. Aber dann stand der Turm in Flammen. Weil ich hasse sowas. Ich hasse sowas wirklich. War sonst noch jemand am Außenposten? Nur ich. Ich hörte, dass wir hier angegriffen werden und nahm einen Mongoose zurück. Als ich aufbrach, flog dieses Schiff echt tief in die andere... Ist das zu fassen? Das UNSC stürzt sich auf uns, um unser Land zu stehlen? Ich sag Ihnen was. Unsere Leute in Apogee sind zäh. Die werden so schnell keine leichte Beute für euch Geier. Halt, was hat er gesagt? Apogee? Ich glaube, da müssen wir hin. Okay. Habt ihr das gehört? War wohl wirklich ein UNSC-Schiff. Also wurde Apogee angegriffen und ein UNSC-Schiff flog dahin. Such dein Netzwerkterminal. Ich will mehr über Apogee wissen. Artemis sollte ein geeignetes Netzwerkterminal finden. Los. Die Knöpfe der Maschine scheinen okay zu sein. Greifen Sie auf das Terminal zu. Okay, wo ist denn das? Ah, hier. Zugriff auf Terminal. Habe ich Ihnen gestattet, hier herumzuschnüffeln? Ja. Die Leute haben ein UNSC-Schiff draußen bei der Apogee gesehen. UNSC bei Apogee? Warum treibt ihr euch überall auf meinem Planeten rum?
Mit Ihrer Erlaubnis würden wir Sie das gern persönlich fragen. Auf dem Landeplatz der Meridian-Station steht ein Frachtbelican. Damit kommen Sie am schnellsten nach Apogee. Das wissen wir zu schätzen. Das glaube ich Ihnen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so reibungslos abläuft. Rein in den Pelican. Glaube ich nämlich nicht. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.